Heute teste ich die Bio-Heidelbeeren von Kaufland, K-Bio, mit 250 Gramm. Was bei diesen Beeren auffällt, die sind jetzt aufgetaut, ist, dass die Auftauflüssigkeit hier ganz dunkelrot ist, also sehr stark färbt. Und wenn ich die Beeren aufschneide, dann sieht man hier auch, dass die innen sehr dunkel sind, also durchgefärbt. Das sind die tiefgekühlten und das sind die aufgetauten. So, mein Heavy Metal Detox Smoothie mit den Bio-Heidelbeeren von K-Bio, Kaufland Bio, ist fertig und schaut mal. Auch der löst sich schön wie so ein Wackelpudding vom Rand. Jetzt schauen wir gleich mal, wenn wir da reinstechen. Hat nicht geliert. Also er hat oben ein bisschen Blasen geworfen, da ist er auch dicker, aber er ist insgesamt dickflüssig. Aber so wirklich Wackelpudding und geliert ist er leider nicht. Die Rückmeldung von Kaufland zu diesen Bio-Heidelbeeren und auch zu den K-Klassik-Heidelbeeren und ebenso die Rückmeldung von Lidl und auch Edeka stehen leider immer noch aus.